immer diese weiten Reisen hier. Das kotzt doch einmal an. Was ist denn das? Ist das ein Temp? Ich gehe mal ganz vorsichtig ran. Was ist denn das? Oder ist das ein Ritual? Warum? Was macht das hier oben? Und warum ist das hier oben? Das ist doch so weit oben. Nee. Was hat das zu bedeuten? Also, die ganzen Gesichter. Das macht mich. Was soll das? Überall die Gesichter. Nee. Was soll denn das hier? Am besten, ich guck mal, ob ich hier einen Stein mitkriege. Und mal einen von meinen Leuten frage. Welchen nehme ich denn? Den. Ja, ich glaube, der ist am besten. Ah! Was war das? Was? Warum? Was? Nee, nein, bitte nicht. Nein, nein. Ey, warte. Ey, du, weißt du, was das hier ist? Nein, weiß ich nicht. Stell's mal mir hier vor in die Nase. Okay, da haben sie es doch. Hier, schauen Sie sich das an. Was soll das sein? Ich hab's mir jetzt angeguckt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir es nicht erklären, was es sein soll. Aber am besten, du legst erstmal schlafen und wir informieren uns morgen, was das zu bedeuten hat, okay? Okay. Was ist denn hier los? Alles. Nein. Was sind das? Was sind das für Viecher? Ich muss hier raus. Ach du. Was ist denn hier passiert? Was passiert denn hier? Ist es. Was ist denn. Zum Glück kriegen wir das. Jetzt schnell hier lang. Oh nein, was? Hier ist überall jemand. Was ist das? Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Das Dorf. Das ganze Dorf. Das ganze Dorf ist weg. Was passiert hier? Was ist denn hier passiert? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ah! Alter Schwede, was war das für ein Traum? Mir reicht langsam. Mir reicht's. Das eine Vieh sah aus wie das, was einmal da rauskam. Und jetzt. Ich muss da rein. Das geht nicht anders. Ich kann nicht länger warten, bis irgendwas passiert. Ich muss herausfinden, was soll das bedeuten? Was soll das hier machen? Wünsch mir Glück, mein Freund. Alter, das ist so einer. Was sind das für Schweine oder Typen oder was das sind?
Ich werde mal. Ich hoffe, mir wird hier nichts zustoßen. Ich hoffe es mal. So, meine lieben Leute, und mit diesem wunderschönen Roleplay möchte ich euch hier natürlich begrüßen, wieder beim Together, bei der vorletzten Folge ohne Bekünstler Play, wenn ich richtig weiß, denn bis zum Part 94 möchte ich alleine aufnehmen, denn es ist der zweite 1.2.2015. Im Moment müssten wir den 29. März haben, 29. März, am 29. Dezember. Und jo, ich habe jetzt mal hier noch ein bisschen AFK weitergemacht, weil ich habe geguckt, warum ging das jetzt mit der Bronze die ganze Zeit nicht? Was stimmt denn da nicht? Und da kann ich euch das mal kurz zeigen. Zuerst dachte ich, es gibt eine Signalüberschneidung. Ja, das Zeug habe ich vorhin erschienen zum Testen und ich bin einer, der tut's nicht wegwerfen durch das Inventar weg, sondern tut's einfach hinwerfen. Das dachte ich, Signalüberschneidung. Okay, dann habe ich das hier im Tier rübergesetzt. Dann war aber das Problem, es ging nicht. Trotzdem kam kein Tin an. Kein Zink oder was er gesagt hat, aber Wiki. Dann habe ich geguckt, hier ist doch das Rezept drin. Also ich habe hier reingeguckt, dachte mir, hier ist doch das Rezept drin. Warum geht denn das nicht? Geguckt, aus Versehen bin ich auch hier drauf gekommen und dachte mir so, hey, seit wann ist Glas hier drin, Silikon, Gold und so weiter und so fort. Da habe ich gemerkt, dass alles ging in die Zentrifuge rein und ging dort durch und hat was hergestellt. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber dadurch konnte ich jetzt die ganze Zeit keine Bronze herstellen und jetzt habe ich es jedenfalls gelöst. Und jetzt geht das jedenfalls wieder. Jetzt heißt es auch nicht mal, ey, Menzi, wir brauchen wieder Solarpanels. Nein, keine 10 Stück, 2 Stück. Haben wir alles? Ach, es waren uns alle Häupfer hergestellt. Ich hoffe, wir haben noch genug Platten. So, in den letzten paar Parts haben wir ja hier ein bisschen grün gemacht, da was gemacht, da was gemacht. Ich habe jetzt die ganze Zeit. Wir haben es jetzt 11 Uhr. Ich saß, ich kann euch das sagen, jetzt an diesem Pre-Intro. An dem Intro allgemein. Ach du Scheiße, leck das hier. An dem Intro. Immer wenn ich die Tür zugemacht habe, was soll denn das? An diesem Intro saß ich jetzt sogar eine Stunde. Das ist noch im Hintergrund offen. Ich habe es zwar zwischengespeichert, aber ich saß wirklich über eine Stunde, denn ich musste erstmal Musik finden, die ich runterladen kann. Deswegen und. So, wir nehmen mal Gravel mit. Dann machen wir mal draußen weiter den Weg, dass wir dort fertig werden. Weil wenn das so extrem leckt jetzt, möchte ich nichts Großes anfangen. Da habe ich dann nämlich noch zwei Parts, die ich machen müsste. Stone Slabs bräuchte ich noch. Und die kann ich ja dann noch. Ach, morgen habe ich noch Urlaub. Also am Montag habe ich Urlaub. Und dann werde ich mich mal früh hinsetzen und zwei Parts noch aufnehmen. Müsste zwar auch noch Star Wars Battlefront aufnehmen, der am 22. kommt. Also. Welche sind das? Die hier. Ja, die. Ich hoffe, ein paar reicht. Ja, und dann habe ich dann vorproduziert für die ganzen Urlaubstage. Also dann ist es wirklich geschafft. Ich habe dann für alle Urlaubstage endlich aufgenommen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kann man ja sagen. Ist zwar schade, dass ich mit euch nicht gemeinsam das Jahr 2016, ist es ja schon,
gehen kann, aber. Oh nein, verstoße. So. Da kann man es gleich mal gut benutzen. So, H. Ach ne, G. G ist es. G. So. Und weil wir in jedem Haus jetzt ein Bett haben, kann ich sogar hier unten schlafen. Also wir haben fast in jedem Haus jetzt ein Bett hingelegt. Weil manchmal sind wir dort, manchmal sind wir dort und dann heißt es auf immer so, wir müssen schlafen, es ist Nacht. Und wenn zum Beispiel der Raccoon-Star-Play bei seinen Cobblestone-Farmen ist, dann kann er mal schnell in das andere Haus huschen. Ich glaube, da ist er schneller, als wenn er bei mir noch mal kommt oder also in das alte Haus oder irgendwie so. Da ist er dann schneller, das ist gut. So, genau angepasst und jetzt können wir weitermachen. Ja, es leckt einigermaßen. Einigermaßen lecken. Dieses Wort habe ich auch noch nie gehört. So. Da kam selbst ein Flint raus. Schöne Sache. Ja, so. Das ist ein bisschen nervig. Ich habe jetzt keine Schaufel mit und ich möchte mir aber auch keine holen. Weil ich zu voll bin. Genau. Wo ist das natürlich. Ach, ich hole mir jetzt eine. Ich hole mir noch eine und ich crafte mir noch eine, dann. Das ist dann schon in Ordnung. Also zwei Parts für mich dann noch. Also könnt ihr euch mal ausrechnen, wie viel Folgen ich insgesamt so aufgenommen habe. Die goldene reicht zwar nicht. Wir haben noch ein bisschen von der was drauf. Ja. Ach, Kartoffeln wollte ich auch noch weiter durchbraten lassen. Ich glaube, da haben wir auch noch nie genug. Potato, genau, da machen wir halt. Crafting. Machen wir 1,7000. Da ist er oben an. Ich finde es eigentlich nice, wenn dann alle Öfen laufen. Alle Öfen laufen, dann ist es zwar ein riesengroßer Stromverbrauch. Aber was soll's, wir haben's. So. Ich habe das auch vorher nicht gewusst. Ich habe das dann nur irgendwo in ein wie nennt man das? Quiz von Minecraft mitgekriegt, dass wirklich die Goldschaufel sehr, sehr schnell schaufelt. Das habe ich vorher wirklich nicht gewusst. Ich wusste nur, okay, die hält nicht viel aus. Das sieht man auch hier. So, schon kaputt. Und die Holz ist auch gleich kaputt. Ja, da war sie. Und dann hier noch die kaputt. Dann sind die zu viel. Dann muss die noch weg. Aber ich würde nur sagen, das läuft jetzt langsam. Auch wenn ich jetzt hier nichts viel Produktives gemacht habe. Aber es ist das, was ich gesagt hatte. Ich habe gesagt, ich werde hier jetzt mit Dings machen. Auf Schönheit. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe auch, das habe ich gut ausgefüllt, die Sache. Wenn nicht, dann könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Machen wir hier auch ein 3er oder machen wir hier nur ein 2er nach oben? Erstmal brauche ich eine Schaufel. Also jetzt brauche ich wirklich eine, wenn ich sehe, was ich alles machen muss, möchte. Kann, darf, sein. Ich brauche Stick. Holen wir uns mal 64. Da kann keine Sticks produzieren oder was? Achso, es ist ja nur New Crafting an. Ja, die Sticks könnten, glaube ich, reichen. So, Rubin.
Erstmal wäre mal, was wäre man jetzt los? Hopp, 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 hopp. So, das dürfte jetzt reichen. Also hier brauche ich nun einen Weg. Das ist schon. Okay. Jetzt muss ich hier aber runter. Also die ganzen Vögel, die stören schon ein bisschen. Oder was denkt ihr an? Vögel sind zwar schöne Tiere, aber die sind im Winter sind sie nervig, wenn es so langsam kalt wird und die langsam hier hin und her fliegen und ach. Ah, nee. So. Nein. Noch eins weiter runter. Also ich finde Vögel zwar wunderschöne Tiere, aber ich weiß nie. Wenn es dann wieder warm ist, dann wird es laut und ach, jeder hat ja seine eigene Meinung zu Tieren und das ist meine. Ich mag Vögel, aber wenn sie dicht am Fenster rumfliegen, sind sie schon nervig. Gucken wir mal, ob wir die Bahn wieder hier lang kriegen. So. Das müsste ja klappen. Wunderbar. Und dann brauchen wir aber noch eine bis hier rüber einen Weg. Die schönen Blumen werden jetzt weggemacht. Schade, schade, schade um diese Blumen. Den Berg hier machen wir aber weg. Oder gleichen ihn mal an. Sir. Da können wir hier so einen Doppelweg machen. Bis hier rüber. Hier muss noch ein Erde rein. Und da kommt kein Stein hin. Da kommt Gravel hin. Gravel hin. Gravelin, ist das nicht so ein englischer oder amerikanischer Name? Also Mädelname. Gravelin. Irgendwo sagt mir das was. Aber mir fällt gerade ein Stein. So. Hier sehen wir auch die. Endlich mal die Leitung, die vom Bäumefällen kommt. Da wollte ich ja auch noch, dass wir ordentlich machen. Das habe ich auch wohl vergessen. Okay, hier können wir nicht weiter. Deceased. Wir machen hier so Schluss. Machen hier so einen Doppelweg noch hin. So. Quellen. Wer heißt denn diese Manu-Tante, die Sängerin? Heißt sie irgendwie sowas in dies? Manu. Fällt mir jetzt nicht ein. Oh, sind gut befüllt. Sind jedenfalls die Solarpanels. Das eins ist fertig. Und das andere fehlt Tin. Tin. Tin? Tin. So, und jetzt
AI benötigen. Gravel. Nochmal ein Stack. Nicht zu wegwerfen. Gravel ist für uns jetzt langsam. Also für mich jetzt erstmal wichtig, weil ich die Gestaltung mitmache. Für ein Künstlerplay wird es auch sehr, sehr wichtig sein. Aber im Moment ist es für mich wichtig, weil ich gerade nichts anderes zu tun habe. So. Also ich könnte was anderes zu tun haben, wie zum Beispiel bei der Solarpanels bauen, aber dazu muss ich die Solarpanels haben. So. Das Schöne an den Bienen ist ja jetzt, ich brauche nur noch ordentlich Bienen rein, dann ist hier wieder alles bewachsen. Das war zu hoch. Das sieht zu künstlich aus, wenn das direkt an der Kante ist. Also der Weg hört auf und direkt an der Kante ist so ein Weg. Das sieht zu künstlich aus. Na. Minecraft ist allgemein künstlich, aber manche Stellen, die sehen schon realer aus als das, was ich gerade hatte. So? Jetzt kann man hier nochmal so einen Weg machen. Ja, jetzt muss ich zwar hier passen, aber okay, das ist schon der Key. Dies ist okay so. Ja, damit kann man leben. Schöne Sache. Und wir haben eigentlich schon das Ende erreicht. Weil wenn ich alleine mache, dann mache ich größtenteils 15 Minuten. Deswegen sage ich öfters, das Ende ist erreicht bei 15 Minuten. Wenn dann 15 Minuten sind, und ich sage, das Ende ist erreicht, dann meine ich auch die 15 Minuten und keine andere Zahl. So, jetzt müssten wir mal schlafen, nochmal gehen. Hoffe, wir kriegen diesmal keinen Albtraum wie letzte Nacht. Und mal schauen. So. Sind beide Solarpins fertig? Nein, achso, der braucht ja noch Tin. So, Tin Blades, bitteschön. Macht er gleich weiter? Ja, der macht gleich weiter. Wunderschöne Sache. Wunderbar. So, wir nehmen ein Solarpanel. Das eine, was hier fertig ist. Das nehme ich mal mit. Und gehen wir auf die weite Reise. Wo soll man den Weg? Die weite Reise bis zum Solarfeld. Schließe ich dort an. Und dann würde ich sagen, war es auch mit diesem wunderschönen Part. Denn immerhin habe ich 5 Minuten Geschichte davor. Und die ist ja eigentlich auch genug. Was haben wir jetzt für einen Energieoutput? Ja, fast dauerhaft 90. Ist okay. Könnte noch besser werden. Wird natürlich auch noch besser. Man sieht auf der Map oben, wie das Solarfeld langsam wächst. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich dann in die Kommentare, was euch an der ganzen Sache nicht gefallen hat. Abo da lassen, wer weiter sehen möchte, was hier passiert und was natürlich in der Hölle mit unserer kleinen Minecraft-Figur passiert. Was hier noch erlebt wird, das werden wir bestimmt bald erfahren. Bis zum nächsten Mal. Euer Menzi. Ciao, ciao.